Ich darf Sie herzlich zu einer Premiere in der letzten Stunde dieser Tagung begrüßen. In dieser Runde sitzen jetzt zwei grüne Parteipolitiker, die sich heute kennenlernen. Das ist Gerald Hefner und Karl-Martin Henschel. Parteigenossen haben hier eine Premiere und sehen sich. Karl-Martin Henschel ist Mitglied des Bundesvorstands bei Mehr Demokratie. Wir haben ihn gewonnen in einer Volksinitiative in Schleswig-Holstein. Er war dort lange Zeit Fraktionsvorsitzender der Grünen und ist auch ein waschechter Politiker und Parlamentarier. Genauso wie Gerald Hefner, Mitbegründer von Mehr Demokratie, waschechter Parlamentarier, aber auf der Bundesebene und 5 Jahre auch auf der europäischen Ebene im Europaparlament. Gerald, du bist herzlich willkommen als Vertrauter, als Bekannter, Karl-Martin auch. Und ich möchte gerne euch beiden die Gelegenheit geben, kurz auf eine Frage zu antworten, bevor wir dann den Kreis auch öffnen, miteinander ins Gespräch gehen, in einen Austausch. Die Frage ist jene in Bezug auf Europa. Karl-Martin, dir stelle ich sie zuerst. Was ist die Frage in Bezug auf Europa, die dich momentan bewegt, beschäftigt? Naja, Europa ist in die Krise gekommen. Die Idee ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, nach dem Großen Krieg, weil die Völker Europas haben sich über 1000 Jahre gegenseitig die Köpfe eingeschlagen und dann wurde gesagt, es kann nicht so weitergehen. Frankreich war unser Erzfeind, ist kaum noch vorstellbar. Es sollten die Gräben überwunden werden und es gab dann die Vision, die ja schon nach dem Ersten Weltkrieg formuliert worden ist, damals Churchill hat das ja schon früh formuliert, dass Europa zusammenwachsen muss. Das hat über viele Jahre Fortschritte gemacht und sich weiterentwickelt. Zunächst rein ökonomisch, dann hat es auf andere Sphären übergegriffen. Und in den letzten Jahren ist es aber total gibt es eine ganz starke Gegenbewegung, auch gerade aus dass die Menschen Angst haben, dass Europa zu mächtig wird, dass es eine Art USA wird, Vereinigte Staaten von Europa, also so eine Weltmacht wird, die dann wieder alle negativen Auswirkungen hat. Und die Frage ist, wie kann die Idee Europas weiterentwickelt werden und was ist das Problem? Mein Ansatz, warum ich, der hinter meinen Überlegungen steht, die ich in den Jahren veröffentlicht habe, rührt daher, dass ich mich stark mit einem Thema der Gewaltenteilung beschäftigt habe, das noch gar nicht Thema war oder noch wenig Thema ist auch bei Mehr Demokratie. Das ist die Frage der Gewaltenteilung zwischen Dezentralität und Zentralität, also die Gewaltenteilung der Ebenen. Es gibt nicht nur eine Gewaltenteilung von unterschiedlichen Institutionen, also gesetzgebende Gewalt, exekutive Gewalt, rechtliche Gewalt oder auch die Medien als eine Gewalt, sondern es gibt auch eine vertikale Gewaltenteilung zwischen Kommunen, Ländern, Regionen, Staaten und Europa. Wenn ich das nach Umfragen in Deutschland, da gibt es eine ganze Reihe interessanter Umfragen. Ich habe dazu, wir haben ja diese Initiative gestartet, starke Kommunen, die auch mittlerweile auf der Homepage von Mehr Demokratie im Internet zu finden ist. Wir arbeiten zurzeit darin, ein bundesweites Bündnis zu entwickeln für die Stärkung der Kommunen. Also sozusagen die Demokratie vom Kopf auf die Füße zu stellen und nach unten zu brechen. Dazu gab es interessante Umfragen in Deutschland. Will man nur ein paar Zahlen dazu nennen. Der dezentralste Staat nach OECD-Angaben der Welt ist Dänemark. Deutschland gehört zu den zentralistischen Staaten. Wenn man das misst, zum Beispiel an dem Anteil der Staatsausgaben, auf welcher Ebene werden die getätigt, dann ist es in Deutschland so, dass
Die Kommunen, der Anteil der Kommunen an den Staatsausgaben liegt in Deutschland bei 16%. Das ist also etwa ein Sechstel. Zum Vergleich dazu, Dänemark ist der Anteil der Staatsausgaben 65%, also zwei Drittel. Das ist ein enormer Unterschied. Dänemark ist ein Staat, in dem praktisch fast alle Dinge, die den Menschen betreffen, das ganze Sozialsystem, Bildungssystem und so weiter, werden auf kommunaler Ebene entschieden. Und die haben große Kommunen im Vergleich zu uns. Wir haben also, die Kommunen sind größer, die umfassen meistens eine Stadt mit dem umliegenden Land, mit den umliegenden Dörfern. Die haben eben ein vollständiges Sozialsystem. Die Alten, die Pflegeheime, also alle die Fragen, die den Menschen eigentlich im Leben betreffen, werden von den Kommunen organisiert. Dieser Unterschied ist frappant. An zweiter Stelle liegt übrigens die Schweiz, von der Dezentralität. Da liegt der Anteil der Kommunen, wenn ich die Kantone dazu rechne, die ja im Vergleich zu Deutschland von der Größenordnung Kreisen oder Städten entsprechen, liegt in der Schweiz bei 60%. Wenn ich in Deutschland eine Umfrage mache, sollte der Staat mehr Steuereinnahmen haben, um das Sozialsystem besser zu finanzieren und das Bildungssystem besser zu finanzieren, sagt der große Teil der Bevölkerung, ist da eher positiv. Wenn diese aber gefragt werden, wer soll das Geld bekommen, dann sagen die Menschen in einer Umfrage, Forsa-Umfrage des Deutschen Beamtenbundes von 2010, der Bund soll das bekommen, sagen 6%. Die Länder sagen 13%, im Wesentlichen aber wahrscheinlich, weil die Länder bei uns für die Bildung zuständig sind. Die Kommunen sagen 81%. 81% der Menschen sagen, wenn es mehr Geld gibt, soll das an die Kommunen gehen und nicht an den Zentralstaat. Andere Umfrage von Emnit. Haben Sie Vertrauen zu Ihren Repräsentanten? Da ist das Vertrauen auf lokaler Ebene, also Bürgermeister, Kommunalpolitiker, ist 8-mal so hoch wie zu Bundespolitikern. Die Länder liegen dazwischen, die Europapolitiker liegen noch tiefer. Das heißt, 4% Vertrauen in Bundespolitikern, 4%. 12% Vertrauen den Landespolitikern, aber fast 40% Vertrauen den Kommunalpolitikern. Auch dort hat man die gleiche Sache. Wenn ich die Frage stelle, welchen Institutionen vertrauen Sie mehr, dann sagen die Großteil der Menschen, sagt zum Beispiel Sparkassen haben ein vielfach höheres Vertrauen als Großbanken. Kommunale Betriebe haben ein vielfach größeres Stadtwerke Vertrauen als große Einrichtungen wie die Energiekonzerne und so weiter. Das Frappante ist, wenn dann die Menschen fragt, haben Sie Vertrauen in die Politik? Dann stellt man fest, dass die Länder, die dezentral organisiert sind, oder der Dezentralisierungsgrad, da gibt es einen Index bei der OECD, dann stellt man fest, dass die Länder, die am dezentralsten organisiert werden, auch die Länder sind, wo die Menschen das höchste Vertrauen in die Politik haben. Also da Topspitze steht wiederum Dänemark mit 43%, während die Schweiz liegt noch sehr gut. Deutschland liegt mit 5% weit abgeschlagen. Das heißt, je dezentraler die Demokratie organisiert sind, desto höher ist das Vertrauen der Menschen in ihren Staat oder in ihre demokratischen Strukturen. Auch dort spiegelt sich das Dezentralitätsprinzip wieder. Und ich glaube, dass, wenn man jetzt auf die Europäische Union kommt, dann ist das Misstrauen gegenüber der Europäischen Union hängt ganz stark damit zusammen, es soll noch mehr zentralisiert werden, es soll noch mehr nach oben abgegeben werden, es soll noch eine Ebene geschaffen werden. Und das schafft das Misstrauen. Das lasse ich mal stehen. Jetzt komme ich zum Zweiten, nämlich die Europäische Union. Die Europäische Union ist undemokratisch gestaltet. Und wenn ich in linken Kreisen, ich bin auch bei ATTAC zum Beispiel aktiv, sage, Europa muss ein
muss ein einheitlicher Staat werden. Es muss eine demokratisch gewählte Regierung haben. Es muss ein demokratisch, das Parlament muss mehr Befugnisse haben und so weiter. Dann komme ich genau zu diesem Punkt, dass ganz viele Vorbehalte existieren, die sagen, ja, dann kriege ich ja das mächtige Europa, das sozusagen noch mehr, noch anonymer die Politik macht, noch weiter entfernt von den Menschen und so weiter. Und daraus entwickelt sich, habe ich die zentrale These entwickelt, dass ich sage, wir werden nur weiterkommen mit dem europäischen Integrationsprozess, mit der europäischen Demokratisierung, mit der Wahl einer europäischen Regierung, also statt der Kommission eine europäische Regierung zu haben, dass ich den Europäischen Rat, der nicht gewählt ist, sondern von den Ländern besetzt wird, dass der nicht mehr das zentrale Gesetzgebungsorgan ist, sondern das Gesetzgebungsorgan das Parlament wird. Wir werden mit diesem Prozess nur weiterkommen, wenn wir ihn verbinden mit einer ganz starken Dezentralisierung in Europa, mit der Stärkung der Subsidiarität, mit der Verlagerung von Kompetenzen nach unten. Nur wenn wir wirklich Europa auf das beschränken, was notwendig ist, werden wir da weiterkommen. Und interessant ist ja auch, dass die USA, die als Negativbeispiel gilt, in diesem Punkt ja eher ein Vorbild ist, weil in den USA ist es so, dass die kommunale Ebene, die regionale Ebene viel, viel stärker ist als in Europa. Diese Zentralregierung in den USA hat ja nur sehr wenig Kompetenzen im Vergleich zu Europa und mischt sich ganz wenig in die ganzen sozialen Prozesse ein. Das wird meistens auf Staatenebene oder auf kommunaler Ebene entschieden. Und das starke Verhältnis zur Demokratie in den USA hängt ganz stark auch damit zusammen, dass eben ganz viele Dinge einfach vor Ort stattfinden. Der Blick der Amerikaner ist viel mehr lokal als in Europa. Ich glaube, wir können da also auch was draus lernen. Und wir müssten diese beiden Visionen miteinander verbinden, wenn wir mit Europa weiterkommen wollen. Das vielleicht lässt sich mal so stehen. Vielen Dank. Gerald, die Frage auch an dich in Bezug auf Europa, was bewegt dich zurzeit? Aber verbunden vielleicht auch mit der Frage, du als Parlamentarier 5 Jahre in Europa aktiv, was kann man als Parlamentarier wirklich auch bewirken, bewegen? Ja, ich habe ja nun beide Perspektiven, sozusagen die eines Bürgers, ja, und die des Parlamentariers auf Zeit und die eines Mehr-Demokratie-Aktivisten und so. Ich versuche das, ich mache das nacheinander. Ja. Ich fange mal mit der ersten Perspektive an und komme dann zur zweiten. Aber ich würde gerne einen Gedanken vorwegschalten. Ich würde mir nämlich wünschen, dass Europa überhaupt erst mal anfängt, Europa zu werden. Und ich weiß, das klingt furchtbar missverständlich, was ich da sage. Aber ich glaube, und ich bewege mich jetzt auf einem sehr dünnen Eis, weil über solche Fragen schwierig zu sprechen ist. Ich glaube, dass es auf der Welt nicht nur einen Bedarf, sondern auch die Notwendigkeit gibt, neben dem, was wir sozusagen als Wirtschaftsmodell, als Politikmodell und so weiter von den Vereinigten Staaten von Amerika ausgehend weltweit mit Macht, auch oft mit Panzern durchgesetzt sehen, und neben dem, was wir, sagen wir, China, Russland und so weiter als, ich will das nicht gleichsetzen, aber als politische Modelle, ökonomische Modelle sehen, ich glaube, es gibt einen Bedarf, dass Europa, dass dieser Kontinent, der über 2 Jahrtausende eine zum Teil unglaublich schwere, aber zum Teil auch großartige gemeinsame Entwicklung durchlaufen hat, Geschichte durchlaufen hat, unglaublich viel dabei gelernt hat, Aufklärung, Individualisierung, Demokratie und so weiter, ganz viele Dinge, die in Europa entwickelt wurden, und dann sozusagen in die Welt exportiert. Und dass dieser Kontinent es schafft, weltweit ein Politikmodell zu entwickeln, das europäisch ist. Da würde ich Karl Martin zum Beispiel völlig zustimmen. Ich glaube, so ein europäisches Politikmodell muss von unten nach oben gehen, nicht von oben nach unten. Wir haben im Moment sozusagen eine ganz falsche oder unzureichende Antwort auf diese europäische Frage. Aber ich will mit Absicht, bevor ich jetzt mehr auf Demokratie und Institutionen-Gesichtspunkte zu sprechen komme, aussprechen, dass ich meine, erstens, es gibt dieses Europa. Es muss sozusagen, wir müssen lernen, uns nicht nur als Münchner, als Kieler, als Kasselaner
als Bayern, als Hessen, als Deutsche, sondern auch als Europäer zu verstehen und auch verstehen, dass Europa eine Rolle, eine Aufgabe, eine Verantwortung hat in der Welt. Und ich glaube, dieses Europa ist mehr und etwas anderes als das, was gegenwärtig unter dem Namen Europäische Union in Erscheinung tritt. Und wenn ich auf der Welt unterwegs bin, und ich habe das Glück, dass ich immer wieder viel reisen kann, auch politisch sehr interessante und bewegende Begegnungen und Gespräche da habe, dann sehe ich, dass überall auf der Welt die Leute nach Europa gucken und sagen, habt ihr sozusagen eine andere Antwort auf diese Katastrophe als zum Beispiel jetzt einfach Finanzmarkt, Kapitalismus und jeder ist des anderen Wolf und sowas. Oder als dieses chinesische Modell mit einer Einheitspartei, mit einer Erziehungsdiktatur von oben bei gleichzeitig freiem Kapitalismus und so weiter. Gibt es da eine europäische Lösung? Können wir Freiheit, Demokratie und Geschwisterlichkeit, also das Füreinander einstehen, das Entwickeln einer gerechten, einer sozialen Gesellschaft verbinden? Das sehe ich als die eigentlich europäische Aufgabe. Und was ich mit diesem ersten Gedanken, den ich an dieser Stelle dann auch, wenn er auch extrem verkürzt war, abschließen möchte, meine ist auch, Europa ist aufgrund der von Deutschland ausgehenden großen Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust und so weiter im vergangenen Jahrhundert in der Mitte geteilt worden. Und es gab West- und Osteuropa, zwei ganz verschiedene politische, ökonomische, kulturelle Kontinente eigentlich. Und die Menschen nicht, die Apparate nicht, das Militär nicht, die Regierungen nicht, die Geheimdienste, Bürgerinnen und Bürger haben diese Teilung zu überwinden ermöglicht. Aber wir haben sie noch nicht wirklich überwunden. Wir haben sozusagen diese Form des Sozialismus besiegt und überwunden. Wir haben den Kapitalismus nicht überwunden, sondern wir haben sozusagen den Westen über ganz Europa ausgerollt. Und in den großen politischen Debatten unserer Zeit, auch in den geopolitischen Debatten, reden wir immer von uns als dem Westen. Der Westen muss jetzt das tun, der Westen muss so handeln, der Westen muss zusammenstehen. Und an der Stelle behaupte ich, verkennt Europa, dass wir gar nicht der Westen sind. Das ist meine Behauptung. Ja? Sondern dass Europa eine andere Rolle, eine andere Aufgabe hat, als sich auf die eine Seite zu schlagen gegen die andere. Eine vermittelnde, eine verbindende, eine, die Probleme vermitteln, meine ich jetzt auch gar nicht nur im Sinne von, lass uns einen Kompromiss schließen, sondern die diesen Gegensatz überwindet durch was Neues. Das wäre die eigentlich europäische Aufgabe. Jetzt, was beschäftigt mich vor allem? Mich beschäftigt vor allem das, was Karl Martin am Anfang gesagt hat, diese Gründung von oben, gut gemeint, wie alles in der Geschichte, fast alles, gut gemeint. Ja. Lasst uns dauerhaften Frieden in Europa sichern durch Europäische Kohle- und Stahlunion, durch Euratom, durch die römischen Verträge, Maastricht, Nizza, Amsterdam, Lissabon und so weiter, Schengen, all diese Vertragssysteme, die da jetzt gebildet wurden. Das Problem ist, die Bürger kommen darin nicht vor. Das ist das eigentliche Problem. Das ist was, was ganz oben weit weg von den Bürgern veranstaltet wird, wo die Bürger eigentlich gar nicht wirklich mitreden können. Und lasst uns da ehrlich sein, auch europäische Wahlen sind eigentlich, wenn man wahrhaftig ist, nicht wirklich europäische Wahlen. Es gibt gar keine europäischen Politikangebote. Also ich habe den letzten Wahlkampf ja noch sehr bewusst miterlebt und mitgemacht. Die Parteien reden da eigentlich über alles, bloß nicht über Europa. Die CDU hat zum Beispiel Frau Merkel plakatiert, die überhaupt nicht kandidiert hat. Aber die mächtigste Frau. Und die großen Fragen, also zum Beispiel, wie gehen wir denn um mit dem, was ich vorhin Finanzmarktkapitalismus genannt habe, mit dieser Finanzkrise, Bankenkrise, Eurokrise, die wurden gar nicht diskutiert. Die werden gehandhabt in, ich falle dann immer ins Englische, Entschuldigung, in non-elected bodies, also in nicht gewählten technokratischen Institutionen, Troika, EZB, IWF und so weiter sind von keinem Bürger gewählt, von keinem Parlament kontrolliert. Und dort werden eigentlich heute die Entscheidungen getroffen. Und die Wirtschaft und diese Institutionen zerren die Politik sozusagen am Nasenring durch die Manege und die Bürgerinnen und Bürger schauen zu und verlieren das Vertrauen. Das ist bei der Europäischen Union signifikant. Von Jahr zu Jahr schwindet das Vertrauen, weil man auch nicht den Eindruck hat, dass die Politik wirklich noch gestaltend tätig ist, sondern sie rennt hinterher. Und das, glaube ich, kann man nur ändern, wenn man das Verfahren als solches ändert. Und da bin ich nahe bei Karl Martin, wobei ich glaube, dass die Dezentralisierung eins ist. Also so viel wie möglich, so nah wie möglich bei den Menschen reden. Da sind wir völlig d'accord.
Aber ich glaube zum Beispiel, dieses Vertrauensproblem ist zum Teil nicht auflösbar und ist nicht nur eine sozusagen geografische Frage. Also ich vertraue auch meinem persönlichen Software-Menschen vor Ort mehr als Microsoft oder Google oder Amazon. Ja? Es gibt aber in dieser Welt in bestimmten Feldern die Notwendigkeit, reden wir mal über die Überfischung der Meere, reden wir über die Situation des Klimas weltweit. Es gibt die Notwendigkeit, nicht nur lokal Dinge zu entscheiden, sondern es gibt auch die Notwendigkeit, weltweit zur Zusammenarbeit, zu Abkommen und so weiter zu kommen. Und da haben wir heute das Problem, dass das geschieht durch Verträge zwischen Staaten. Die ganze Europäische Union versteht nur aus einem solchen sehr komplexen Vertragskonstrukt. Und Demokratie, politisch gesprochen, heißt Verträge zwischen Staaten im nationalen Bereich, Arkanbereich der Exekutive. Das heißt, da haben die Bürger nichts mitzureden, da haben die Parlamentarier nichts mitzureden, das machen die Regierungen und für die Regierungen machen es ein paar Beamte. Auch das ist, da könnte ich Stunden drüber erzählen, es ist unglaublich, wenn man dann immer liest in der Zeitung, Deutschland will das oder Europa will das, nehmen wir mal bei TTIP, ja. Wer will das überhaupt? Wer hat das diskutiert? Wer hat das festgelegt? Ja, am Ende sind es ganz wenige Personen und in aller Regel nicht demokratisch legitimierte Personen, die das festlegen. Und meine Sorge ist, dass das, was ich jetzt nur ganz vorsichtig mit sehr wenigen Strichen einer Skizze hier beschrieben habe, dass das sozusagen wie ein Test ist. Nämlich für die Demokratieentwicklung, die uns blüht, wenn wir nicht aufpassen. Ich glaube, dass die Zukunft aus der Sicht der Eliten, die Zukunft des dann nur noch in Anführungszeichen demokratischen Systems ist Technokratie. Und das nennt man dann Governance. Ja. Global Governance ist ein komplett technokratisches System, in dem auch Verfahren der Bürgerbeteiligung vorkommen, aber immer so, dass sie nichts entscheiden, sondern dass sie sozusagen Resonanzräume, Zustimmungsbereitschaft herstellen sollen für etwas, was an anderer Stelle entschieden wird. Und an der Stelle sitzen wir hier sozusagen im Zentrum der Geschichte, weil kein überstaatliches politisches Modell ist so weit entwickelt und so differenziert wie die Europäische Union. Sie ist die Blaupause für alle Versuche, irgendwo auf der Welt sozusagen zwischen Staaten stärker zusammenzuarbeiten. Und in dem Maße, in dem es uns gelingt, sozusagen dieses Modell wirklich transparent, demokratisch von unten nach oben zu gestalten, glaube ich, entwickeln wir etwas, was nicht nur für uns, sondern was über uns hinaus von globaler, von epochaler Bedeutung ist. In dem Maße, wie wir sozusagen das nicht schaffen, glaube ich, werden wir mehr und mehr diese Entwicklung sehen, die ich jetzt genannt habe, wo also auch wichtige, große Politiker, Manager und so weiter heute mit leuchtenden Augen nach China gucken und sagen, wieso geht da alles so einfach und so schnell, ja? Und wieso ist es in Deutschland immer so kompliziert, können wir nicht die Verfahren anders aufsetzen. Das steht ja im Hintergrund vieler Geschichten, nicht zuletzt auch im Hintergrund bestimmter Verhandlungskapitel bei TTIP. Darüber hat aber Christian bestimmt ganz viel erzählt. Und deswegen glaube ich, wir müssen, also ich rede ganz bewusst über dieses Thema nicht aus einer antieuropäischen, sondern aus einer prodemokratischen Perspektive. Wir brauchen ein Bild, wie dieses Europa anders geht. Und dieses Bild heißt für mich erstens weniger. Also das ist einfach so, wenn man so einen riesigen Apparat schafft, dann saugt der sozusagen Kompetenzen an sich. Das gilt nicht nur für Kommission und Rat, es gilt auch für das Parlament. Meine erste Fraktionssitzung im Parlament war deshalb für mich ziemlich erschreckend, weil wir, das war die zweite oder dritte, aber irgendwann haben wir mal gesagt, jetzt stellen wir uns gegenseitig vor und sagen, was wir hier wollen. Und ungefähr die Hälfte der Vorhaben, die da von neuen Fraktionsmitgliedern geäußert wurde, lag gar nicht im Kompetenzbereich der Europäischen Union. Ja? Und dann hast du aber die Situation, was machst du, jetzt nenne ich was, was in bestimmten Teilen durchaus im Kompetenzbereich ist, und ich hoffe, niemand steinigt mich für dieses Beispiel, aber was machst du, wenn du ins Europäische Parlament kommst, mit dem Ziel, ich will in allen Bereichen durchsetzen, dass heute alles gegendert werden muss. Ja? Dann arbeitest du an bestimmten Reports mit und dann schaffst du es, wenn du gut bist, in jedem Report auch noch ein Kapitel zum Gendern reinzubringen. Jetzt hast du aber nicht nur diesen Menschen, sondern du hast jemanden, der hat eine andere Agenda, du hast jemanden, der hat eine dritte Agenda. Und so entstehen europäische Verordnungen, Richtlinien und Gesetze unendlich kompliziert, kaum lesbar. Wir haben im Bundestag immer den Anspruch gehabt, sozusagen einfaches, verständliches, normenklares Recht zu machen.
Europa ist immer kompliziert, weil jeder was reinbringt und weil du dann das Ding durchkriegst, wenn alle sich drin wiederfinden. Das gilt schon im Parlament. Das gilt erst recht in dem heute üblich gewordenen Gesetzgebungsverfahren, nämlich im Trilog, wo dann das Parlament verhandelt mit Rat und Kommission und wo im Grunde Deals geschlossen werden. Also wenn ihr von uns sozusagen das mit reinnehmt, dann akzeptieren wir von euch das. Solche Geschichten. Und dann hast du am Schluss wahnsinnig komplizierte Sachen, die schwer durchführbar sind, die übrigens deshalb in Deutschland inzwischen teilweise am wenigsten angewendet werden, weil die Deutschen so rechtstreu sind, auch die deutschen Beamten, dass sie immer in die Verordnung gucken. Ja? Es gibt ganz viele europäische Länder, die sagen, wir wissen gar nicht, worüber ihr euch aufregt. Wir ignorieren das einfach. Ja? Also, erstens weniger. Zweitens, das halte ich für den entscheidenden Punkt, alles, was in Europa als Recht geschaffen werden kann, alles, was dort gesetzgeberisch beschlossen wird, legislativ, Richtlinien, Verordnungen und so weiter, muss vom Europäischen Parlament beschlossen werden. Ich glaube, dass wir dahin kommen müssen, zu sagen, wir brauchen ein Parlament, das das Gesetzesinitiativrecht, das Haushaltsrecht und das Letztentscheidungsrecht hat. Meine Erfahrung, ich kann jetzt nicht darüber erzählen, aber meine Erfahrung im Europäischen Parlament haben mich noch mal mehr bestärkt darin, zu sagen, dass ein Gesetzgebungsverfahren, in dem du keine saubere Gewaltenteilung hast, also wo Frau Merkel in Berlin als Kanzlerin, das heißt als Spitze der Exekutive, ins Flugzeug steigt, in Brüssel Legislative spielt, ja, dann wieder zurückfliegt nach Berlin und sagt, jetzt müssen wir europäisches Recht ausführen, das führt in den Wald, das kann nicht gut gehen. Ja. Die Idee der Gewaltenteilung ist nicht irgendwas abstrakt Ausgedachtes, sondern ist aus der Erfahrung geronnen, dass diejenigen, die sozusagen die Macht in Händen haben, die exekutive Macht, dass sie die ungeeignetsten sind, wenn es darum geht, den Rahmen und die Grenzen dieser Macht zu bestimmen. Also Europäisches Parlament mit vollem Gesetzgebungsrecht auf den dann verbleibenden Gebieten. Wir brauchen eine zweite Kammer, das sollten meines Erachtens nicht die Regierung sein, das sollten Vertreter der nationalen Parlamente sein, die dort als sozusagen Subsidiaritätswächter die Gesichtspunkte der je nationalen Gesetzgeber, aber legitimiert durch die Bürger, einbringen. Und ich glaube, dass wir in Europa dringender, klingt es ganz merkwürdig, dringender als auf anderen Ebenen, funktionierende Bürgerbeteiligung sozusagen mit allen notwendigen Stufen bis hin zu europäischen Referenden brauchen. Ich glaube, je weiter weg Fragen von den Bürgern entschieden werden, umso notwendiger ist, dass Bürger ein Instrument haben, um zu sagen, stopp, diese Frage sehen wir anders, darüber wollen wir erstmal eine Debatte und darüber wollen wir selbst entscheiden. Und deshalb ist in meinen Augen diese Forderung die zentrale, weil sie stellt die Frage nach dem Souverän. Wer hat eigentlich das Sagen? Und sie könnte politisch am besten gestellt werden im Kontext der jetzt wieder neu auf dem Tisch liegenden Vertragsänderungsdebatte, die ausgeht von Großbritannien, aber nicht nur von Großbritannien. Es gibt da einige, die sozusagen verdeckt unter dem Schatten Großbritanniens mitsegeln, weil sie auch Dinge ändern wollen, aber sich nicht so stark damit outen. Wir haben in der Europäischen Union im Moment eine starke Debatte über Vertragsänderungen und ich glaube, dass dauerhaft das, was jetzt die letzten 14 Jahre gemacht worden ist, seit Lissabon 13, dass das dauerhaft nicht funktionieren kann, nämlich mit einem Vertrag, der für alles das keinerlei Rechtsgrundlage hergibt, Dinge zu regeln, zu denen der Vertrag noch nicht mal die Kompetenz enthält. Das passiert ja gegenwärtig. Alles, was wir gerade im Moment zum Beispiel mit der Bankenrettung machen, der sogenannten, oder im Zusammenhang mit der Europolitik, alles das ist außerhalb des Vertrages. Das kann nicht auf Dauer gut gehen. Und deshalb meine ich, wenn wir sozusagen unsere Kraft an irgendeinem Punkt bündeln wollen, so wie ein Hebelpunkt, von dem aus man das Ganze in Bewegung bringen kann, dann ist dieser Punkt zu sagen, die europäischen Verträge beinhalten seit Lissabon einen genialen Artikel, Artikel 48, das war die größte Leistung, den da reinzubringen. Artikel 48 sagt nämlich, dass künftige Vertragsänderungen nur noch durch einen Konvent vorbereitet werden können. Also nicht mehr in dem früheren Hinterzimmerverfahren im Rat, die Staats- und Regierungschefs einigen sich und dann wird das durchgezogen, sondern muss ein Konvent einberufen, der muss gewählt werden, der muss Mitglieder des Europäischen Parlaments, der nationalen Parlamente,
der Kommission des Rats umfassen, aber es steht nicht drin, in welchem Zahlenverhältnis, und es steht auch nicht drin, dass es ausschließlich die sein soll, sondern dieser Artikel öffnet auch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen da Bürgerinnen und Bürger reinwählen in diesen Konvent. Und der soll dann 3-4 Jahre endlich mal mit Zeit, denn die früheren Konvente wurden immer an der kurzen Leine geführt und es hieß immer, wir haben keine Zeit. Endlich mal mit Zeit darüber nachdenken, wie wollen wir eigentlich Europa organisieren, wie können wir das transparent, demokratisch, effizient und dezentral tun und am Ende dann das Ergebnis den Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung vorlegen in allen Mitgliedsländern. Das wäre meines Erachtens ein wirklich demokratisches Verfahren, für das zu streiten sich lohnt und wo ich auch glaube, dass sozusagen dafür einzutreten, den Hebel wirklich an der entscheidenden Stelle einsetzt. Letztes Wort dazu. Ich glaube, dass gar nicht nur die Volksabstimmung am Schluss das Entscheidende ist. Ich bin felsenfest überzeugt, die ganze Debatte wird anders laufen. Auch der Vertrag wird völlig anders aussehen, wenn die, die die Aufgabe haben, ihn zu formulieren, wissen, dass am Ende nicht die Staats- und Regierungschefs das Ergebnis gutheißen müssen, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Das wird einen Neuanfang für Europa bewirken. Das wäre sozusagen mein Vorschlag, wie man wohl vor allen Dingen im Moment sozusagen eine Aufgabe liegt, auch für uns, für Democracy International, für mehr Demokratie und für alle, denen die europäische Demokratie wichtig ist. Es ergänzt sich ja schon auch wunderbar hier so das Umstülpen, Kompetenz und Geld wieder nach unten verlagern. Hier kein Anti-Europa, sondern ein demokratisiertes Europa. Christian, was fällt dir dazu ein? Dass ich in 5 Minuten gehen muss. Das Wort. Nehmen Sie dir. Umso dankbarer bin ich, dass ich das noch ergänzen darf. 80% von dem, was ich vorschlagen würde, wurde von beiden vorgeschlagen, was mich sehr freut. Das passt auch zur Zeitökonomie. Eine winzige Vorausbemerkung. Ich war vor einer Woche in Brüssel auf Initiative des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, der neben einer beratenden Funktion für die Kommission, das Parlament und den Rat immerhin das Recht einer Initiativstellungnahme hat. Also er kann sozusagen eine Opinion verfassen und damit auch die Kommission auffordern, eine Gesetzesinitiative zu ergreifen. Und der Antrag lautet pro Gemeinwohlökonomie, also ein ethischer Binnenmarkt und eine ethische Handelsstrategie, das wir so heute gehört haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das im September vom Plenum positiv abgestimmt wird, liegt bei über 90% nach Angaben des Rapporteurs, des Berichterstatters. Genau. Und dieser Geist, der in Brüssel da als Potenzial geht, das teile ich ganz mit Gerald, das ist ein wunderbarer Geist. Auch wenn noch ganz, 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 ganz viel Schmerz da ist über die undemokratische Konstruiertheit der Europäischen Union. Und beide habt ihr schon erwähnt, Europa ist eine Stufe auf der Skala der vertikalen Gewaltentrennung und kein Selbstzweck, sondern das wäre so vielleicht die eine Ergänzung. Ich würde nicht einfach schauen, was ist besser in Brüssel aufgehoben und was ist besser in Berlin aufgehoben oder in Wien, sondern ich würde die gesamte Skala auch im Sinne deines Ansatzes betrachten, was ist am besten auf der kommunalen, auf der Landkreis, auf der Bundesland, auf der National-, auf der EU- und auf der UN-Ebene aufgehoben und dann sozusagen das in einem Bus verteilen entlang dieser Vertiskala. Und einen Innovationspunkt habe ich ja schon angeregt, das Kriegsmonopol zum Beispiel, das würde ich an die UNO, das würde ich nicht der EU geben, sondern das würde ich der UNO geben. Und der zweite und schon wieder der letzte Ergänzungspunkt ist, nahtlos anschließend, das, was Gerald gesagt hat, ich würde nicht nur die Endentscheidung über den Vertragsentwurf an den Souverän geben, sondern ich würde den Souverän als alleinige verfassungsgebende Gewalt einsetzen. Das ist noch eine späte Antwort auf deine Frage. Die Frage zum Souverän. Du hast gefragt, und habe ich vorhin die Antwort versäumt. Also, um es ganz schnell zu definieren, es ist die höchste Instanz in der Demokratie. Es ist die Entscheidungsinstanz in Volksabstimmungen und es ist vor allem die verfassungsgebende Gewalt. Und deshalb ist der letzte Baustein, den ich ergänzen würde, der Souverän wählt aus den eigenen Reihen die Mitglieder des Konvents. Es sind nicht die Regierungen und Parlamente, die den Konvent konstituieren und der Souverän darf dann immerhin abstimmen, sondern der Souverän wählt aus den eigenen Reihen die Mitglieder des Konvents. Und dann teile ich wieder vollkommen mit Gerald, dass die Vertragsinhalte
komplett andere wären. Ein einziges Beispiel, weil das an das von vorhin anschließt. Ich bin mir, gehe jede Wette ein, dass darin ein Waffenexportverbot ganz locker durchsetzbar wäre, weil die Mehrheit in allen Mitgliedstaaten für Waffenexportverbote wären. Oder zum Beispiel das Verbot sichern, dass sich die Mitgliedstaaten an völkerrechtswidrigen Angriffskriegen beteiligen. Und würden sie es tun, erlischt automatisch die Mitgliedschaft, weil das ja ein Friedensprojekt ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich hier Bevölkerungsmehrheit. Es sind nur Beispiele, dass die Vertragsinhalte ganz andere wären. Und es wäre eben eine saubere Trennung der Gewalten zwischen der verfassungsgebenden Gewalt, das wären die Souveräne, und dann der ausführenden Gewalt. Da sind wir ganz auf einer Linie. Das Parlament sollte der Hauptgesetzgeber sein. Ich frage mich nur für das allerletzte Feinheit, das ist eine Feinheit, ob es eine zweite Kammer braucht von den Mitgliedstaaten. Weil wenn wir eine saubere vertikale Gewaltentrennung haben, gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, dann würde ich sehen, dass für manche Politikbereiche die Nationalstaaten zuständig sind und für andere die EU. Und in der EU gibt es ein gewähltes Parlament von vielleicht europäischen Parteien eines Tages oder einer ganz anderen Repräsentation und auch den Nationalstaaten von nationalen Parteien. Warum sollen wir das vermischen? Und die Subsidiaritätswächter, das wäre so meine Frage, mich, ob das nicht der EuGH ist. Wenn der Europäische Vertrag ganz klar die Kompetenzen regelt, dann liegt eben eine Gesetzesinitiative des Europaparlaments innerhalb der politischen Kompetenz der EU, oder sie tut es nicht. Und wenn sie es nicht tut, dann ist es Aufgabe des EuGH, auf Basis der Verfassung, die vom Souverän gegeben wurde, das zu entscheiden. Aber es ist nicht Aufgabe der Parlamentarier aus den Mitgliedstaaten, polemisch formuliert, nach eigenem Gutdünken und Ermessen zu entscheiden, ob das jetzt dem Subsidiaritätsprinzip entspricht oder nicht. Und allerletzte Bemerkung, die mir, es waren jetzt 4 Minuten, alle, die mir Hoffnung gibt, und die ein Beispiel könnte ich 1000, aber ein allerletztes Beispiel, dass die Bürgerinnen die Vertragsinhalte unter Garantie anders entscheiden würden als unsere Vertretung. Mals in Südtirol ist eine der ersten Gemeinwohlgemeinden. Da gab es vor kurzem eine Volksabstimmung über ein Totalverbot von Pestiziden. Obwohl es massive innerkommunale Konflikte gab, weil Großbauern und sagen, der Apfelexport und der Weinexport ist der Überlebensfaktor von Südtirol, hat eine Zweidrittelmehrheit für ein Totalverbot von Pestiziden sich ausgesprochen. Was ist jetzt das Ergebnis? Das verstößt gegen das Prinzip des freien Warenverkehrs der EU. Und ich glaube aus der Sicht von 99% der Bevölkerung verstößt aber ein solcher Vorrang des freien Warenverkehrs, und erinnert euch, wie Hayek hat auch hier gewonnen. Hayek gewinnt gegen die direkte Demokratie, verbricht das ganz eindeutig gegen das Subsidiaritätsprinzip. Subsidiäre kommt von helfen. Nur wenn die kleinere Einheit etwas aus eigener Kraft nicht schafft, dann springt die höhere Einheit zu Hilfe ein. Aber die einfache Bombefrage, schafft es die Bevölkerung von Mals, selbst zu entscheiden, ob Pestizide auf dem Gemeindegebiet von Mals nur dann angewandt werden sollen oder nicht? Oder braucht es da die Hilfe der höheren Einheit? Dann haben wir eine ganz klare Antwort, wie hier nach dem Subsidiaritätsprinzip oder nach der vertikalen Gewaltentrennung zu entscheiden wäre. Und wenn die Souveräne die Verträge schreiben dürften, dann glaube ich, käme es nicht mehr zu diesem kategorischen Vorrang des freien Bahnverkehrs vor der kommunalen Selbstbestimmung, vor der direkten Demokratie oder vor anderen Politikzielen, die vielleicht noch wichtiger sind als der freie Bahnverkehr.